Wow. Da sind ja die US Open nichts gegen. Christoph, hallo. Dich kennen wir. Christoph Damaske, ATP-Schiedsrichter. Gerade aus Miami zurückgekommen, da hat er noch geschiezt. Und auch unsere Linesmen haben Wimbledon-Erfahrung. Also, auf die Schiedsrichter motzen wird heute keinen Sinn machen. Die verstehen ihren Job. Was spielen wir? Wir spielen klassisches Tennis. Ihr spielt aber keine ganzen Sätze, sondern nur Tiebreaks. Bis 7, 2 Punkte Abstand. Beim Aufschlag ist es immer ein bisschen kompliziert, dafür bist du ja da. Wir fangen an mit einem Aufschlag für den einen, der zuerst aufschlagen möchte und die Wahl gewonnen hat. Und dann jeweils 2 im Wechsel. Wer als erster 2 Tiebreaks holt, gewinnt das Spiel. Seitenwechsel nach jedem gespielten Satz. Und wir müssen noch die Münze entscheiden lassen, wer denn Aufschlag hat, beziehungsweise wer wählen will. Man kann ja auch Rückschlag wählen, genau. Ist ja alles möglich. Oder man kann sich aber nur für die Seite entscheiden. Auch das. Wichtig ist noch, bitte gegen die Sonne. Denkt an Fußfehler, dass ihr beim Aufschlag den Platz nicht betretet. Irgendwelche Fragen noch von eurer Seite? Es wird sich nicht eingespielt übrigens. Nicht eingespielt, nein, wir haben keine Zeit. Dann darfst du wählen, rot oder schwarz? Ja, roll doch noch bis Mülheim durch, alles klar. Rot. Stefan darf entscheiden, was er machen möchte. Dann lasse ich hier Oko aufschlagen erstmal. Du gehst rüber, Oko. Okay. Der erste Aufschlag von der rechten Seite ist dann von Nehme ich die Oko. Bälle mit? Genau, die Bälle kannst du mitnehmen, kann dir auch den Ball Kindern geben. Oder haben wir auch noch ein Ballmädchen, ist ja unfassbar. Also, es geht los. Spiel Lisa. Nummer 10, Tennis. So, das sah ja bei Oku da im Einspielfilm zu Beginn der Sendung sehr, sehr gut aus. Wir werden jetzt schon bei der Aufschlagbewegung einen Eindruck bekommen. Ein Aufschlag, Oku. Ei. Zweiter Aufschlag. Fußfehler habe ich da gehört. Ja. Danke. Also übergetreten beim Aufschlag. Zweiter Aufschlag. Das ist ein Einwurf. Netz. Zweiter Aufschlag. Wiederholung des zweiten Aufschlags, bitte. Das ist natürlich die Möglichkeit, wenn Oku nochmal so lasch aufschlägt, für Raab da mit dem Return sofort zu attackieren. Im Slice. Beide sehr vorsichtig. Schöner Lob von Raab. Schöner Lob von Stefan Raab, muss man einfach sagen. War sehr, sehr gut über die Rückhandseite. Den Lob gespielt über die Rückhandseite von Oku. Das ist genau der Schlag. Dieser Lob über die Vorhandseite wäre nicht so erfolgversprechend. Stefan aber schlägt von es links geht über die Rückhandseite und der ist genau richtig getimt. Gute Länge drin. Und der Fehler von Oku. Guter Ball von Raab. Und er hat jetzt 2-mal Service. Naja, versucht es mit Kraft, aber nicht wirklich die Schleife hinten gezogen beim Aufschlag. Eins, beide. Aufschlag von rechts, bitte, Stefan. Erster Doppelfehler in diesem ersten Tiebreak von Stefan Raab. Eins, beide. Alles wieder offen. Mini-Break ausgeglichen durch Oku. Der war fest. Warte bitte, Stefan. Danke. Okay. Aus! Das gibt's doch gar nicht. Da würde ich jetzt ganz gern noch 2-1 für Oko. Der war drin. Wiederholung sehen. Ja, der war drin. Ich habe den ausgesehen. Also Raab gibt den gut. Raab 2-1 ruft Oko. Aus, aber der hat das nicht zu entscheiden. Und der Ball ist eindeutig auf der Linie. Absolut korrekt vom Linienrichter gesehen. Also ich habe mich schon gewundert. Die Stimme kennt man doch. Das war Raab, der da ausruft. 2-1 Oko. Die Zeitlupe hat auch deutlich gezeigt, dass er auf der Linie war. Also Stefan, es war alles korrekt. Fehler! Haben wir übrigens schön gesehen, dass der mit Spin aufgeschlagen war. Also mit Schnitt. Auch Fußfehler und ein Fußfehler zum Doppelfehler. Also das ist eine Konzentrationsgeschichte, denn er hat die Bewegung ja drauf beim Aufschlag. Oku, 2-2, alles wieder offen. Ach. 3-2, Oku. Man sieht, dass beide sehr, sehr vorsichtig agieren. Wir haben nur unterschnittene Rückhände bisher gesehen. Alle Rückhandschläge bisher im Slice gespielt. Kein gerade geschlagener Ball, kein Topspin mit der Rückhand. Zweiter
zweiter Aufschlag. Ja. Oh! Drei Beine. Obwohl er da gar nicht gut zum Ball stand, viel zu dicht dran, aber mit viel Touch, mit viel Gefühl aus dem Handgelenk. Werden wir hier sehen, steht gar nicht gut, dann kommt es aus dem Handgelenk. Hüpft noch ein bisschen nach hinten weg. Das war Ballgefühl von Raab. 3:3 der Spielstand im ersten Tiebreak. Okay. Ein Ass. 4:3, Stefan, ein Ass. Da war sich Raab selbst nicht ganz sicher, aber es kam kein Ruf vom Linienrichter. Und wir werden das jetzt in der Zeitlupe vielleicht sehen. Kriegst du noch einen? Nee, sehen wir nicht, aber da der Linienrichter und auch der Schiedsrichter gesagt haben, weiter, war der Ball gut. Punkt Raab. 4 Beine. Guter Aufschlag genau auf den Mann von Oku. Auch das ist ja eine Möglichkeit, direkt auf Mann zu spielen mit dem Service. 4:4. So, jetzt wieder die Möglichkeit für Raab, das zweite Service zu attackieren. Er geht weit ins Feld hinein. Wieder vor die Füße von Stefan Raab gespielt, der dazu halbherzig agiert. Deutet eigentlich an, dass er aggressiv drauf geht, aber das ist nur ein geschobener Ball hier von Raab. Und dann vor die Füße von Stefan Raab gespielt durch Oku, der führt hier 5:4 für Oku. Du schlägst von links auf, bitte. Und passt bitte auf, dass du außerhalb der Mittelmarke bleibst. Danke, Lisa. Ja, deutlich zu lang der Ball. Zweiter Aufschlag, jetzt die Chance für Oku zu attackieren. Steht auch im Feld. 6:4. Aufschlag war lang und das heißt 2 Satzbälle für Oku hier im ersten Tiebreak. 1 Service noch von rechts für Stefan Raab. Ja, den muss er jetzt durchbringen, um hier im ersten Tiebreak drin zu bleiben. Och nee. 6:5, Oku. Ja, jetzt versucht das mal mit einem geraden Schlag zu attackieren und dann verlässt ihn im letzten Moment der Mut, diesen Ball auch wirklich durchzuziehen. 6:5. Kunde. Satzball. Bei eigenem Aufschlag. Au. Ja, Ball war lang. Jetzt wieder die Möglichkeit für Raab, da was zu machen gegen das zweite Service. Er geht jetzt aus, das gibt's Beine. Doch nicht, das sind die Nerven. Das können ja nur die Nerven sein, er kann bis das bis doch. 6:6. Jetzt bis 8. Ja, natürlich, wie beim Tiebreak üblich. Vorsprung, genau. Oh, jetzt wackelt Oku. Jetzt bin ich gespannt auf dieses zweite Service. Raab wieder weit im Feld. Und er ist nur eingeworfen, aber Raab schaufelt den zurück, ist gut. Aus. 7:6, Oku. 7:6 für ihn. 7:6 für ihn. Raab mit Aufschlag. Satzball für Oku. Ah, die zittern da, die Händchen, bei beiden. Lang. Aus? Ja. Etwas lang, dieser Aufschlag. Oh, jetzt ist der Druck da. Spiel, erster Satz, Oku. Und da hat man sehr, sehr schön gesehen, dass er die Aufschlagbewegung überhaupt nicht durchzieht. Hat Angst gehabt, den Ball zu weit zu schlagen. Dann wird das nur so ein halbherziges Ding. Und landet eben oben an der Netzkante. Und das beschert Oku hier den ersten Satz. Aber ganz ehrlich, bisher hält Raab da sehr, sehr gut gegen. Wenn wir die Bilder vom Einspielfilm von Oku gesehen haben, bin ich ganz ehrlich, ja, das ist Glenn, natürlich. Das ist wichtig bei jedem guten Tennisspieler, die Banane in der Pause. Also, aber Raab verkauft sich da sehr, sehr gut bisher. Wenn er noch ein Schüppchen drauflegt, noch ein Stück Banane isst, dann ist da was zu machen im zweiten Satz. Wenn du jetzt 1-1 machst, gibt es dritten Tiebreak, genau. Das wäre nett, vielen Dank.
Ist auch für mich lang, weißt du? Schluck Wasser? Ja. Also ich könnte wieder. Du auch? Zeit. Ah. Geht weiter. Lisa, machst du mal sauber, bitte? Einerlei, danke. Warte, vielleicht das Professionellste bisher in diesem Match, dieser Seitenwechsel. Schlag ich nee, du hast den ersten auf, Stefan schlägt den zweiten auf. Machst du noch den Deckel zu, bitte, Lisa? So, also diesen Satz muss Raab gewinnen. Ansonsten geht auch Tennis an Oku und der schnuppert dann intensivst an 2,5 Millionen. Oku wieder weit im Feld. Ach, 1-0, Stefan. Und jeder Hobby-Tennisspieler kennt das von zu Hause. Der Ball des Gegners hoch, nur ins Halbfeld. Und man hat so viel Zeit zu überlegen, wo hau ich ihm den hin? Und dann macht man alles falsch, so wie Oku hier. Jeder Tennisspieler kennt das. Ja, ist gut, ist gut. Da! Eins beide. Sehr, sehr viel Spin in diesem Aufschlag von Oku. Also Drall hier, der spielt er den seitlich. Ja, sehr, sehr gut gespielt von Oku, dieser Oku. Auch da der Lob über die Rückhandseite. Die Einladung angenommen. Raab hat nicht mehr die richtige Länge in seinen Bällen. Und Oku zieht jetzt richtig durch und führt hier mit 3-1. Ganz, ganz wichtige Phase jetzt vor allem für Stefan Raab, um hier im Geschäft zu bleiben. Ui. Überraschung. Super Aufschlag von Raab. Ein super Aufschlag. Ein Hammer. Überraschung. Oku schlägt auf. Oku, du schlägst auf. Das Oku. War Bum Bum Raab. Okay, sorry. Von links. Danke. Ja, auf den Körper und keine Chance für Oku. Der jetzt serviert. Oh, ich wollte ihn eigentlich. Sorry. Entschuldigung. Welche Seite? Seite? Von links den ersten immer. 3-2. Wie steht? 3-2 für Oku. Kein guter Vorbereitungsball, aber dann macht er doch den Lob, weil Raab den Ball da halb hoch spielt und in die Vorhand von Oku, der hier mit 4-2 spürt. Sein Vorbereitungsball war überhaupt nicht so gut. 4-2. Oku. So, jetzt die Chance für Raab. Zweiter Service, okay. Oku. Na gut. Raab beschwert sich, aber es kam kein Ruf vom Linienrichter und auch Christoph Damaske sagt sofort, Ball war gut und wir sehen, ja, der Ball ist auf der Linie und das ist dann schwierig für Stefan Raab, aber der Ball war gut. Steht 5? 5-2 Oku, von links bitte. Zwei Punkte trennen Oku noch vom Tennissieg. Überraschung.
überrascht. Super Aufschlag von Raab erneut in diesem Tiebreak. Vielleicht rettet ihn jetzt diese Aufschlagstärke. Schön am höchsten Punkt erwischt. Gerade durchgezogen und dann hat Oku Probleme, ob des Tempos dieses Services. Sehr, sehr stark von Raab. Noch so ein und er ist wieder dran. Nein! 6-3. Und dieser Doppelfehler beschert Oku 3 Matchbälle beim Tennis. Okay. Okay. Das wäre ein Comeback, wenn Raab nochmal zurückkäme. Oh, die Mätzchen sollte er lassen. Ach, aber er gewinnt Tennis. Christoph, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Johnny Mac hat den Schläger geschmissen. Stefan verliert. Glückwunsch, Oku. Knapp, aber doch verdient. Du hast die Aufschläge ausgepackt auf einmal. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Landesliga nehme ich zurück, aber wenn du da durchziehst, ist es schnell. Na, ehrlich gesagt. Am Anfang war es eine Schnippelei, aber dann habt ihr euch auch ein bisschen mehr zugetraut. Also, diese 10 Punkte gehen an Oku. Hervorragend, ja. Sehr gut. Aber ehrlich gesagt, 10 Punkte Vorsprung.